Herzlich willkommen. Es freut mich sehr, dass ihr heute alle dabei seid. Wir haben eine ganz tolle Geschichte für euch vorbereitet, das Glöckchen des Osterhasen. Und natürlich haben wir auch ganz viel Musik mitgebracht. In der Nacht kam ein großes Gewitter auf. Und dazu haben wir eine Musik mitgebracht, wo man das ganze Gewitter heraushört. Da gibt es einmal den Donner. Wie klingt der Donner? Dann die vielen Blitze. Und natürlich, was darf bei einem Gewitter nicht fehlen? Der Regen. Es regnete sehr, sehr viel in der Nacht. Aber am nächsten Morgen, es war ein wunderschöner Morgen, erwachte das Häschen. Und das Häschen, das streckt sich. Strecken wir uns, als würden wir gerade aufwachen. Oh. Das Häschen wollte sich natürlich sofort auf den Weg machen und es schaute neben sich. Doch das Glöckchen war verschwunden. Und auch der kleine blühende Busch war weg. Dort, wo am Vortag noch der kleine blühende Busch stand, war nun ein riesengroßer Baum. Und es kommt ein warmer Wind auf. Wir sind jetzt alle der Wind. Der kleine Hase freute sich riesig. Er nahm sein Glöckchen, bedankte sich beim Baum und er machte sich sofort auf den Weg und rief alle seine Schwestern und Brüder zusammen. Und das machte er mit einem Lied. Dass ihr dabei wart. Ihr habt das großartig gemacht. Jetzt noch ein Dankeschön an Christo, unseren Pianisten, Mina, unsere Geigerin. Mein Name ist Priska und bis zum nächsten Mal. Tschüss!